Herzlich willkommen hier zu einem weiteren YouTube-Video auf unserem Kanal und heute mal hier zu einem Video, dem ich wirklich einzig und allein speziell unserem Liquidity-System widmen will, um das sozusagen wirklich nochmal für alle Anfänger, die vielleicht ja auch neu auf dem Kanal sind, wirklich von Anfang an zu erklären, weil ich habe in den letzten Videos immer ja auf die anderen Videos verwiesen und manchmal waren wir in den Videos schon weiter, manchmal noch ein bisschen zurück, und dass wir jetzt hier halt sozusagen nochmal ein einheitliches Video haben, wo wir wirklich von Schritt 0 an, was wir machen, bis zum letzten Schritt genau sozusagen besprechen, worauf wir achten und was wir halt wie, wann, wo machen. So, ich meine, wir haben schon die ganzen Backtesting-Videos für alle Leute, die hier vielleicht neu auf dem Kanal sind. Schaut euch unbedingt die anderen Backtesting-Videos an, weil wir haben halt ein Format, wo wir immer samstags die letzte Woche, also die letzten 5 Tage, genau mit diesem System durchtesten und genau schauen, was sozusagen möglich gewesen wäre. Und ich meine, ja, ich habe ja die Backtesting-Ergebnisse offen. Ihr wisst, wir haben jetzt im Januar, also innerhalb wirklich von einem Monat, den wir jetzt bisher nur getestet haben, also ich glaube 4 Backtesting-Session-Videos müssten bisher oben sein, haben wir halt fast 30% erreicht. So, und ich persönlich kenne keine wirklich so einfache, simple Anfängerstrategie. Oder ich will es auch nicht Anfängerstrategie nennen, es ist halt einfach eine einfache Strategie, einfach zu verstehen, einfach umzusetzen, die halt innerhalb von einem Monat 30% erzielt, also wirklich immer nur mit 1% Risk, und halt das ist wirklich der größte Drawdown, den wir am Anfang des Monats hatten, den ich sogar prophezeit habe, weil ich gesagt habe, dass das System aus irgendeinem Grund in den ersten Wochen des Jahres nicht so gut performt, weil ich es natürlich auch schon über die letzten Jahre gebacktestet habe, und in 2022, 2021 und 2020 war es halt genauso, dass es irgendwie um Weihnachten bzw. Anfang des Jahres, keine Ahnung, Break-Even bis halt nur ganz leichte kleine Gewinne, wenn ich das so sagen kann. Ich meine, das wird ja auch nicht das einzigste System, das einzigste Setup sein, was ich hier mit euch auf dem YouTube-Kanal teile. Bloß als wir mit dem Trading Flow beschlossen haben, auf YouTube zu gehen, habe ich mich halt dafür bereitgestellt, okay, ich übernehme das. Fange erstmal mit einem ganz einfachen, simplen Setup an, was sozusagen erstmal jeder versteht, dass wir überhaupt das mal zeigen können, was das wahre Trading ist, dass wir auch mal Verluste zeigen können. Ich meine, ihr wisst ja, wie wir hier auf dem Kanal vorgehen. Wir haben ja auch etliche Live-Tradings schon oben, beziehungsweise halt sogar Live-Tradings. Ich glaube, das waren die ersten 9 Sessions, wo wir wirklich gemeinsam, wirklich Step-by-Step, ich habe meinen MetaTrader, ich habe alles gezeigt, My Forex Founds Challenge, also eine Fremdkapital-Challenge zusammen bestanden haben und zusammen ein Fremdkapital-Konto ertradet haben, wo ich wirklich von A bis Z alles gezeigt habe, und wir haben das wirklich nur einzig und allein mit dieser Strategie gemacht. Keine anderen Trades, nur diese Trades, und alle Trades habe ich hier, wie gesagt, auf YouTube dokumentiert. Könnt ihr gerne mal über unserem Kanal in der Playlist schauen, da findet ihr die ganzen Videos. Und genau, deshalb war es mir halt, wie gesagt, wichtig, dass wir hier erstmal mit einer simplen Strategie anfangen. Ich würde es, wie gesagt, nicht Anfängerstrategie nennen, weil es ist eigentlich ja keine wirkliche Anfängerstrategie. Sie ist halt bloß einfach zu verstehen und, wie gesagt, einfach umzusetzen. Jetzt hier aber, ja, genug gelabert, und gehen wir jetzt hier erstmal rein. Also ich habe jetzt einmal hier sozusagen das wirklich mal in einem Dokument zusammengefasst, was ich auf jeden Fall im Nachhinein in unsere Telegram-Gruppe schicken werde. Also wenn du das für dich nochmal haben willst, zum vielleicht Ausdrucken und halt Abhaken, wenn du Trades machst, um das halt wirklich vor dir liegen zu haben, tritt gerne unserer kostenlosen Telegram-Gruppe bei. Da wirst du dann das Dokument für dich finden und kannst es dir halt runterladen. Zumal bekommst du halt bei unserer Telegram-Gruppe auch immer vorzeitig Zugriff auf unsere ganzen YouTube-Videos. Plus, dass du einen Einblick oder noch einen tieferen Einblick in unsere Trades bekommst, weil wir da sehr viele Trades teilen, sehr viele Insights nochmal teilen, nochmal zusätzlich teilen, was wir halt wie, wann, wo gemacht haben, und halt euch einfach da nochmal zusätzliche Infos geben. Genau, aber erstmal sozusagen der erste oder der nullte Schritt, wenn man das so sagen kann, erstmal habe ich jetzt hier als Vorbereitung bzw. halt allgemeine Regeln, das wir halt nochmal definieren. Also keine Sorge, bleiben jetzt nicht in dem Sheet, sondern wir gehen ja natürlich auch in den Chart und suchen ein paar Beispiele. So, aber Beispiele, wie gesagt, habt ihr in den letzten Videos, in den ganzen Backtesting-Videos, in den Live-Tradings und so weiter eigentlich genug. Daher ziehen wir das dann ja nicht zu sehr in die Länge, sage ich mal. Also erstmal definiert, dass wir halt ab 8 Uhr bis 21.30 Uhr traden. Also so plus minus, also 8 Uhr, da gibt es keinen plus minus, aber 21.30 Uhr, 21.45 Uhr, so in die Richtung, je nachdem, was halt gerade noch vielleicht für Gelegenheiten da sind. So, und wenn wir halt im Prinzip, habe ich auch nochmal geschrieben, der erste Liquiditätssweep, der erste Liquiditätssip, wie auch immer ihr es nennen möchtet, vor 8 Uhr war, zählt dieser für uns nicht. Zeige ich dann auch alles, was das bedeutet. Dann, dass wir Trades über Nacht halten können,
aber halt nicht übers Wochenende. So, das sind natürlich auch alles Regeln, die könnt ihr für euch selber definieren, wenn ihr sagt, ihr wollt da nichts über Nacht halten, dann müsst ihr es nicht machen. So, ich habe es aber gebacktestet und halt für mich rausgefunden, dass es mein Ergebnis auf jeden Fall deutlich ins Positive steigert und daher, ja, setze ich das für mich um. Bloß übers Wochenende hätte es das Ergebnis noch weiter verbessert, aber übers Wochenende ist mir halt einfach ein zu großes Risiko. Dann, dass wir im H1 beziehungsweise dass wir im H1 und dem M5 Chart unterwegs sind, keine anderen Zeiteinheiten, dass die Struktur für uns keine große Rolle spielt, außer jetzt vielleicht für den TP, um das ein bisschen besser einschätzen zu können, wie gesagt, dazu später auch mehr, dass wir die Trades über News halten können, habe ich auch für mich gebacktestet, aber das muss, ist auch wieder so eine Regel, muss jeder für sich selber abwiegen, wenn du sagst, nee, du willst das nicht aufgrund von Slippage, du kannst schlechter ausgeführt werden und so weiter, dann, ja, mach's halt nicht, aber wie gesagt, ich habe das halt getestet, auch live getestet, dass es wirklich das Ergebnis verbessert. Und dann als Voreinstellung, dass wir halt erstmal zwei Indikatoren verwenden, also einmal diesen Fractals-Indikator von Nephew Sam, den wir halt Standardeinstellung lassen, und einmal das Daily Profile, auch von Nephew Sam, wo wir einstellen oder beziehungsweise alles in den Einstellungen ausblenden, außer die Asia-Range, die halt, die ich von 22 bis 8 Uhr definiert habe. Also wenn wir hier in Trading View sind, haben wir oben den Fractals-Indikator, den lassen wir so. Und hier im Daily Profile, hier blenden wir halt alles aus, bis auf die Asia-Session, was hier glaube ich sogar auch standardmäßig so ist. Genau, hier einfach nur Asia-Range anhaken. Und dann könnt ihr den Rest, wenn ihr irgendwas bei euch nicht so eingestellt ist wie bei mir, könnt ihr einfach im Video auf Pause drücken und das hier alles bei euch genauso einstellen im Prinzip. Genau, und dann kommen wir hier im Prinzip auch schon zu Schritt Nummer 1, wo wir nichts anderes machen, als halt unsere Points of Interest zu bestimmen und ja darauf zu warten, dass der Chart halt in so eine Richtung oder in den Bereich von so einem Point of Interest geht. Weil wenn wir halt nicht an so einem POI sind von uns, machen wir nichts. So, da habe ich jetzt hier als ersten Punkt. Ich lese das jetzt einfach Step by Step durch, sodass ihr es nochmal aus meinem Mund hört, erklärt habt und dann, wie gesagt, gehen wir die Charts. Wir haben halt zwei verschiedene Points of Interest, die, ja sag ich mal, uns interessieren, weil halt nur an diesen wirklich Trades zustande kommen können. Erstens ist das einmal ein fraktales Hoch bzw. ein fraktales Tief auf dem H1-Chart. Zweitens das Hoch bzw. das Tief der Asia-Session, also was aber meist, habe ich ja geschrieben, sowieso Punkt, auch Punkt 1 ist, weil es meist eh ein fraktales Hoch bzw. Tief auf H1 ist, weil wenn ihr das hier im Chart seht, seht ihr hier die blaue Box, das ist die Asia-Session. Und meist ist sowieso das Tief, also hier unten das untere Ende der blauen Box, sowieso hier vom Fractals-Indikator als fraktales Tief markiert. Und das gleiche halt auch meist oben. Plus es gibt mal Ausnahmefälle, wo das nicht so ist, darum habe ich es mal mit hingeschrieben. Habe dann hier nochmal genau definiert, was sozusagen ein fraktales Hoch für uns ist. Wenn jemand diesen Indikator nicht verwenden kann, aus was für Gründen auch immer, heißt es halt einfach ein fraktales Hoch, wenn wir sozusagen der Höchstkurs der Kerze links und rechts niedriger ist als halt unser fraktales Hoch, was wir jetzt hier im Prinzip sehen. Wir sehen ja, der Höchstkurs der Kerze ist hier und der Kerze links daneben ist hier und der ist halt niedriger als ja, unserer Hochkerze sozusagen in der Mitte. Dann habe ich auch nochmal ein Beispiel, was kein fraktales Hoch ist, wie jetzt zum Beispiel diese Kerze. Hier würde es zwar passen, dass links der Höchstkurs der Kerze niedriger ist, aber rechts der Kerze, der Höchstkurs der Kerze ist halt gleich und der darauffolgenden Kerze ist halt höher. So, wäre der jetzt niedriger, wäre das ein fraktales Hoch, weil wir dann halt, wie gesagt, wie so einen Dreizack haben und das dann für uns ja als Fraktal zählt, wie dann das hier. Hier haben wir auch, stimmt das auch wieder, rechts kleiner, links kleiner und das in der Mitte ist am höchsten und damit ist das für uns fraktal und wie so eine Dreierkombination, wenn man das so sagen kann. Hab das ja auch nochmal am Beispiel von dem Tief. Genau das gleiche muss halt, dass der Tiefskurs der Kerze links und rechts halt höher sein als das der mittleren Kerze, was hier minimal der Fall ist, auf jeden Fall, darum wurde es hier auch markiert. Und hier nochmal ein Beispiel, wo es halt nicht so ist, denn zwar links passt, der ist minimal höher, der Tiefskurs, als von der Kerze, aber rechts der Tiefkurs hier ist halt tiefer. Darum ist das für uns kein fraktales Tief. So, das heißt, wir brauchen für so ein fraktales Tief immer mindestens drei abgeschlossene Kerzen, damit das halt, damit wir so einen Punkt für uns definieren können oder der Indikator für uns so einen Punkt im Prinzip, ja, markiert. Ich habe dann hier ja auch nochmal geschrieben, um uns das, wie gesagt, zu vereinfachen, haben wir halt diesen Fractals-Indikator, der das sowieso für uns automatisch macht, weil ohne den wäre es halt schon dann immer tricky, dann immer zu schauen, okay, ist das ein fraktales Hoch, ist das keins. Da müssten wir uns dann ein bisschen mehr anstrengen, was aber halt auch möglich wäre, gar kein Problem. So, und dann halt habe ich hier nochmal gesagt, sobald du halt, wie gesagt, frühst oder wann auch immer du halt anfängst mit Traden, dass du dir dann sozusagen die nahegelegenen Points of Interest markierst und halt im Prinzip einfach wartest, bis die erreicht sind. So, wenn du jetzt zum Beispiel auf Arbeit bist oder sonst was,
ist die Strategie auch ziemlich gut geeignet, weil du dir halt einfach oder weil du sehr viel mit Alarm arbeiten kannst. Weil solange er sich halt hier in dieser Range bewegt und keinen neuen Point of Interest bildet, musst du halt nichts machen. So, das heißt, du kannst dir hier einen Alarm hinlegen und hier einen Alarm. By the way, Alarm, ich muss hier kurz nebenbei checken, dass ich hier keinen Trade verpasse. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, nein, ich verpasse keinen Trade. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau hier bei den Alarmen. So, und das heißt, wie gesagt, bis der Chart nicht so einen Point of Interest erreicht oder halt drunter geht, beziehungsweise halt drüber geht, dass du dann halt einfach nichts machst. So, dann Schritt Nummer 2 ist das Analysieren, ob halt diese Liquidität über beziehungsweise halt unter diesem Point of Interest genutzt wird, weil das ist ja im Prinzip das, worauf wir warten, weil wir wissen ja, dass an diesem Point of Interest, an diesen fraktalen Hochs beziehungsweise Tiefs, dass darunter halt Liquidität liegt. Und das ist ja Sinn und Zweck unserer Strategie, sobald wir halt sehen, dass diese Liquidität genutzt wird, dass diese Liquidität in einen Gegenliquiditätsbereich gebracht werden muss. Aber das besprechen wir jetzt hier nochmal im Detail. Das heißt, im zweiten Schritt, sobald wir einen Point of Interest erreicht haben, wollen wir analysieren, ob die Liquidität, die unter bzw. über dem Hoch liegt, genutzt wird. So, wenn wir klar erkennen, dass die Liquidität von den Big Playern genutzt wird, wie wir das erkennen, kommen wir gleich zu. Ja, um zum Beispiel Buy-Positionen aufzubauen, wollen wir einen Trade eröffnen und in die Gegenliquidität traden. So, weil wenn die Big Player, also die Banken, die Institutionen und so weiter, meine ich damit, habe ich jetzt einfach vereinfacht so hingestellt. Weil die Big Player nur dort die Position gewinnbringend schließen können, weil sie halt nicht irgendwo random im Chart die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, dass sie ihre Riesenposition, die sie da jetzt zum Beispiel, wie in unserem Beispiel gerade unter dem Tief eröffnet haben, zu schließen. So, sie brauchen dafür immer die Gegenposition, also die Gegenliquidität über einem Hoch, beziehungsweise halt an der nächsten Ineffizienz. Und wenn wir uns das hier mal kurz im Trading für anschauen und zum Beispiel sagen, dass wir jetzt hier ein Beispiel nehmen, ein Buy-Beispiel einfach mal nehmen, wie zum Beispiel hier, dass sie hier gekauft haben, weil hier ist ja genau das passiert, was wir immer sagen. Wir gehen unter den Tief, dippen da drunter, haben hier sehr wahrscheinlich ein Gegensignal bekommen, auf das wir gerade eingehen, und die Liquidität wurde von hier unten konnten wir kaufen oder die Big Player kaufen, und hier oben können sie ihre Position billigst verkaufen. Ist, was ja auch wieder klar ist, weil hier haben wir wieder nach unten rejected, aber ist im Prinzip ein anderes Thema, weil dass die Strategie funktioniert, habe ich jetzt hier oft genug in den anderen Videos mehr als bewiesen. Aber sie können halt dann nicht hier irgendwo mitten im Chart sagen, wo gar keine Liquidität liegt, wo wir jetzt nicht über einem Hoch sind, wo halt genug Verkaufspositionen liegen, dass sie dann sagen können, dass sie ihre riesigen Positionen abstoßen. Weil wenn du hier unten was gekauft hast, was du halt irgendwo verkaufen willst, dann brauchst du natürlich jemanden, der dir das abnimmt, jemand, der dir das ja sozusagen abkauft. Und diese Leute, die, also wenn du gekauft hast, brauchst du sozusagen Verkaufsliquidität, und die liegt halt mal über Hochs, so die Sell-Liquidität, und die liegt halt nicht überall mitten im Chart, weil hier oben halt einfach die meisten Stop-Loss liegen oder beziehungsweise die meisten Leute immer an solchen Punkten wie Hoch- oder Tiefpunkt handeln, weil sie das als Widerstand sehen, sie nehmen es als Stop-Loss oder als Buy-Stop oder als Sell-Limit oder was auch immer. So, das kommt dann in einem Extra-Video, in einem Theorie-Video zum Thema Liquidität, das würde jetzt hier auch in den Rahmen springen. Das heißt, sie könnten das zwar machen, aber es würde dann, wenn sie dann sozusagen gekauft haben und ihre riesige Verkaufsorder auf den Markt hauen, würden sie hier halt einen absolut beschissenen Ausführungspreis bekommen, weil es mit dieser riesen Verkaufsorder halt den Markt komplett ja nach unten ziehen würde, so halt in die gegenteilige Richtung, in die sie eigentlich wollen, weil natürlich der Markt sich dann nach unten hin Käufer sucht und Käufer natürlich immer nach unten hin sozusagen natürlich sind, weil ja nicht jemand sagt, boah, erst wenn der Markt hier oben so teuer ist, dann will ich kaufen, sondern du willst ja natürlich immer billigst kaufen. So, aber das so viel im Thema dann Liquidität. Ich glaube, das nächste Theorievideo, was ich mache, wird auf jeden Fall zum Thema Liquidität sein. Daher unbedingt abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast. Gerne die Glocke aktivieren, damit du das dann nicht verpasst. Jetzt gehen wir aber hier erstmal weiter. Wir waren jetzt genau hier. Und dann habe ich halt hier den nächsten Stichpunkt. Das heißt, sobald wir halt so einen Liquiditätspunkt erreichen, gehen wir auf den M5-Chart, weil wir dort halt am besten die Price Action sehen können. Ist natürlich viel besser zu sehen als jetzt hier auf H1. Und warten dann da im Prinzip halt immer wieder auf das Gleiche. Erstens, also es sind insgesamt 3 Punkte, die nacheinander passieren müssen, damit wir halt unser Signal haben. Wollen wir halt sehen, dass dieser Punkt deutlich geholt wird, also wird über bzw. halt unter diesem Punkt gehen, wie jetzt hier in diesem Beispiel unter dem Punkt.
Dann zweitens wollen wir sehen, dass sich danach auf M5 ein weiteres fraktales Tief bzw. hoch bildet, was wir nochmal sippen. So klingt das erstmal kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich habe jetzt hier die zwei Methoden gemacht, wie das passieren kann, dieser zweite Punkt, weil wir können entweder nochmal ganz unten Liquidität holen, also über diesen, unter diesem M5-Punkt, der sich gebildet hat, oder dieser M5-Punkt bildet sich erst im Nachhinein. Das heißt, habe ich jetzt noch was Wichtiges geschrieben? Ne, wir wollen also nochmal sehen. Also das heißt, wir wollen sehen, dass dieser erste Liquiditätspunkt gesippt wird, gesweept wird, also dieser hier im Prinzip. Das hier ist jetzt der H1-Liquiditätspunkt, der hier, habe ich jetzt bloß hier in dem Bild gemalt. So, und dass wir dann jetzt sozusagen hier nochmal nach oben gehen und dann nochmal unten drunter sippen. Also das heißt, wir gehen hier nach oben und holen halt nochmal Liquidität unten drunter und dann ist der zweite Punkt erfüllt. So, es kann aber auch so aussehen, dass wir halt sagen, wir gehen um diesen H1-Liquiditätspunkt, bilden dieses Tief, gehen wieder ein Stück runter, sippen aber nicht unter dieses unterste Tief, sondern bilden nochmal ein Tief und gehen dann sozusagen nochmal unter das, oder sippen dann die Liquidität nochmal unter diesem höheren Tief, aber nicht die Liquidität unter diesem Tief ganz unten. So, diese zwei Methoden kann es geben und die gehen halt beide und brechen dann im Nachhinein die Struktur. Ich habe ja auch nochmal geschrieben, beides ist möglich. Bei Methode 2 ist der Unterschied, dass ein M5-Tief, dass wir ein M5-Tief bilden und sweepen, was nicht das unterste ist. So ist der einzige Unterschied. Ganz einfach, sehen wir auch gleich im Chart. Es ist nur wichtig, dass im Nachhinein ein Tief gesippt wird, um die Retailer halt rauszuhauen. So, das ist halt, dass wir überhaupt irgendwo Liquidität sippen, weil vorher geben wir keinen Trade ein, warten wir auf kein Momentum-Shift, auf gar nichts. So. Und was wir dann als guter Letzt sehen wollen in diesem Bereich, dieser Liquidität, in diesem Point of Interest, ist, dass wir einen klaren Momentum-Switch sehen, der per Schlusskurs über- oder beziehungsweise unterschritten wird, am nächsten fraktalen Hoch oder Tief. Jetzt, wie gesagt, in unserem Beispiel ist das das nächste Hoch, wo wir dann hier ganz klar den Momentum-Shift haben, wenn wir sozusagen die Liquidität nochmal unter einem Tief gesippt haben. Zusätzlich als zweites Mal, kann auch noch mehrere Male sein, ist scheißegal, umso mehr, umso besser. Und dann einen Strukturbruch bekommen über so einen fraktalen Hoch, geben wir im Prinzip einen Trade ein. Habe ich dann hier auch nochmal geschrieben. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass diese Liquidität genutzt wird, weil das ist halt, die machen an so einem Punkt, wo sie Positionen eröffnen, halt immer wieder das Gleiche, dass sie die Liquidität holen und ihre Positionen hier aufbauen an diesen Liquiditätspunkten und auch gleichzeitig immer nochmal die Retailer abschütteln, weil ich sag mal, viele Retailer an solchen Punkten halt auch dabei sein wollen oder beziehungsweise kaufen, weil sie das hier vielleicht als Widerstand sehen oder sie denken, hier bildet sich ein Doppelbottom oder keine Ahnung, was für Scheiße sie da im Prinzip sehen, aber umso mehr Retailer halt im Prinzip dabei sind, in die gleiche Richtung der Banken, der Institutionen, der Big Player, desto weniger können die Big Player natürlich am Ende von ihrer Position schließen, weil die Retailer natürlich, also die privaten Händler im Prinzip auch irgendwann ihre Position schließen wollen. So. Und das wollen die natürlich vermeiden. Das heißt, wenn wir natürlich noch sehen, dass diese Retailer hier noch rausgeschüttelt werden, wir dann einen klaren Momentum-Shift sehen und so eine sogenannte Carrier-Position, das kommt auch nochmal im Extra-Theorie-Video, keine Sorge, wenn du hier vielleicht Teile nicht verstehst, oder beziehungsweise Punkte, die ich jetzt hier nebenbei noch erwähne, das sind alles Punkte, die musst du nicht zwingend wissen. So, du musst diese Muster kennen und mehr musst du gar nicht wissen. So, aber wenn wir dann, wie gesagt, sehen, dass so eine Position reinkommt und wir dann klar nach oben ziehen, ist es halt, wie gesagt, sehr wahrscheinlich, dass wir diese Liquidität genutzt haben, um Kaufpositionen aufzubauen, die wir jetzt in den Gegenliquiditätsbereich bringen. So, da habe ich aber auch nochmal geschrieben, wir können halt leider trotz dessen nicht immer den Punkt erwischen, wo wir halt im Prinzip fertig sind mit Liquiditätsfischen, weil es kann auch sein, dass wir dann nochmal runterbrechen und vielleicht noch zwei, dreimal hier Liquidität holen und dann erst nochmal einen Momentum-Switch haben und dann erst den Punkt erwischen, wo wir sozusagen wirklich dann die Position, die wir dann aufgebaut haben, in den Gegenliquiditätsbereich bringen. Aber ist halt vollkommen egal, weil es gibt kein System, was keine Verluste macht. So, das wäre, keine Ahnung, es ist unrealistisch. Dann im letzten Schritt, ganz simpel, eröffnen wir halt, sobald wir ein klares Signal haben, dass diese Liqui halt unter so einem Tief bzw. hoch genutzt wird, öffnen wir halt einen Trade und dann gehen wir wirklich sofort mit dem M5 Momentum Switch rein. Aber nur, wenn das CRV passt. So, da, was das heißt, das schauen wir uns gleich nochmal in dem Beispiel an. Und der SL, also der Stop Loss, kommt im Prinzip immer unter das unterste Tief oder halt das oberste Hoch. Jetzt hier in dem Beispiel halt immer ganz, nicht über das Hoch, nicht über das Hoch, sondern über das Hoch, was sozusagen der oberste Sweep war im Prinzip nach diesem Rush von diesem Liquiditätspunkt, nach diesem Sip von diesem Liquiditätspunkt, wie auch immer ihr es nennen wollt. Hier auch nochmal das Long-Beispiel von gerade, kommt auch der SL ins unterste Tief und nicht in das Tief und auch nicht in das Tief oder irgendwo hier auf dieser, in dieser Push-Bewegung hin. Ich habe dann auch nochmal gesagt, wenn das, was passiert, wenn sozusagen das CRV nicht stimmt,
Das, also es sollte mindestens über 1,3, 1,5 sein. Das könnt ihr für euch selber definieren, was ihr da sehen wollt. Aber wenn das halt nicht erfüllt ist, positionierst du dich an der letzten Ineffizienz bzw. dem letzten Orderblock oder bei der Hälfte, bei 50% der Bewegung, die diesen Momentum-Switch gemacht hat. Also wenn wir jetzt, musst du sozusagen das bis hierhin messen, wo wir sozusagen diesen Momentum-Switch gemacht haben und gehst dann hier irgendwo in der Hälfte der Bewegung im Prinzip rein. Wenn du noch nicht weißt, was Ineffizienzen bzw. Orderblöcke sind, gerne mal auf meinem Kanal schauen. Ich habe zwei richtig geile Theorievideos dazu schon hochgeladen, wo ich das ganz simpel, ganz einfach erkläre. Musst du aber nicht zwingend wissen. Es reicht, wenn du eigentlich dann einfach nach dem Momentum-Switch da reingehst, weil meist passt das CAV halt. Genau, wenn wir jetzt hier in die Charts gehen, habe ich jetzt hier schon ein Beispiel rausgesucht, was wir uns jetzt hier auf jeden Fall im Detail anschauen wollen. Das heißt, unser Tag startet ja immer hier um 8 Uhr an dieser Kerze, sozusagen jetzt nach dieser Kerze. Und bis wir jetzt hier halt nicht einen dieser zwei Punkte sweepen, im Prinzip machen wir jetzt gar nichts. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier weiter nach vorne und warten sozusagen, bis wir jetzt hier einen dieser beiden H1-Punkte sweepen. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, schon hier auf dem 5-Minuten-Chart. Gehen wir eigentlich erst hin, wenn wir einen Punkt sweepen. Aber sehen jetzt, okay, wir sweepen jetzt nach unten. So, das heißt, wir wollen jetzt hier sehen, immer wieder das Gleiche, dass sich hier ein Tief bildet und wir dann entweder dieses Tief sweepen und dann den Strukturbruch sehen und gehen dann hier unseren Trade ein, oder wir wollen sehen, dass sich hier ein Tief bildet, vielleicht nochmal ein Hoch, wir dieses Tief sweepen und dann den Strukturbruch bekommen und dann reingehen. So, es muss nicht immer das unterste Tief sein, was wir dann im Endeffekt nochmal sweepen. Und wollen dann halt immer bis in die Gegenliquidität traden, also unser Take Profit, das fällt mir gerade auf. Habe ich das hier geschrieben? Short. Ja doch, dass wir in die Gegenliquidität, also das schreibe ich dann vielleicht nochmal hin, unten als ergänzend, dass ich nochmal speziell schreibe, unser Take Profit kommt immer, je nach CAV, in die Gegenliquidität oben, also sprich über das nächste Hoch, wenn wir hier aus dem Tief raus traden, oder in die nächste Ineffizienz. Aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter, haben jetzt sozusagen unser Tief gebildet, was ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz einfach so schwarz machen, was wir jetzt sweepen müssten, oder eins im Nachhinein, weil jetzt, ihr seht schon, wir haben jetzt hier ein weiteres fraktales Tief gebildet. Und wenn, ja, jetzt haben wir das gesweept, sind runtergegangen. Und wenn wir jetzt im Nachhinein einen Strukturbruch bekommen, am nächsten fraktalen Hoch, was ja sozusagen hier ist, nach oben hin, einen Momentum-Switch bekommen, dann ist das für uns ein Signal. Jetzt habe ich auch die Linie verschoben. Das heißt, wir warten, warten und zack. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein klares Signal. Wir haben klar drüber geschlossen. Zack. Und gehen dann hier sozusagen, wenn das CAV passt, direkt mit dem Schlusskurs rein. So, wir legen unseren Stop-Loss hier ins Tief. Und das heißt, wir schauen jetzt, ob unser CAV passt. Das solltet ihr natürlich möglicherweise vorher, wenn ihr schon hier in der Kerze seid und merkt, die Kerze geht jetzt in die Richtung, dass ihr hier dann schon sozusagen für euch messt, bis wohin ihr sofort reingeht, wenn die Kerze jetzt hier drüber schließt und bis ab wann ihr sozusagen euch dann tiefer positioniert. Wir hauen jetzt aber den Stop-Loss, sozusagen den Take-Profit, hier in die nächste Liquidität. In so einem Fall, wenn wir so zwei Liquiditätspunkte übereinander haben, nehme ich meist immer den oberen, weil es dann auch sehr wahrscheinlich ist, wenn wir dann einmal nach oben gehen, dass wir auch den oberen sweepen. Und wir können auch mal schauen, wenn wir jetzt auf H1 die nächste Ineffizienz anschauen, da hätten wir hier gar keine offene mehr. Das heißt, hier könnten wir gar keine nehmen. Also es muss dann die Liquidität in dem Fall sein. Und ja, wie gesagt, CAV passt. Das heißt, wir gehen sofort rein und sehen dann, dass wir erstmal wieder hier an diesem Hoch halten. Das heißt, wieder genau das gleiche sehen wir hier unten gerade, aber das ist halt kein H1, kein fraktales H1 hoch, sondern halt einfach nur hier ein Hoch auf M5. Und das reicht halt nicht, wenn wir unter einem H1 Tief Liquidität tanken, wird die Liquidität über einem M5 hoch nicht reichen, um die Liquidität dann wieder, ja, abzuladen. Das heißt, wir werden schon mindestens wieder ein H1 hoch brauchen. Das heißt, dann müsst ihr euch in dem Falle keine Sorgen machen. Auch viele Fragen erreicht, ob ich dann den Trade im Nachhinein manage. Habe ich auch jetzt schon einige Male erklärt. Habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie man das machen könnte. Ich habe aber oder auch schon viele Dinge ausprobiert, viele Dinge gebacktestet, aber ich habe wirklich noch nichts Profitables gefunden, wie ich das System sozusagen, ja, verbessern kann mit einem Management. Dass wir zum Beispiel sagen, wenn wir 50% unseres Ziels erreicht haben, dann sagen wir beispielsweise, wir ja, ziehen den Stop-Loss auf Break-Even, oder wir sagen, wir nehmen Teilgewinne mit, oder was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt. Habe ich wirklich nichts gefunden. Das Beste, was bisher wirklich war, wir,
gehen im Prinzip den Trade ein und lassen den Trade so, wie er ist, so wie wir ihn eingegangen sind. Lassen unseren Stop-Loss liegen, lassen unseren Take-Profit liegen und sagen halt einfach, entweder er kommt oder er kommt nicht. So ist auch ziemlich geil wahrscheinlich für viele Leute, die vielleicht noch einen Job oder sonst was haben und dann keine Zeit mehr haben, sich groß um den Trade zu kümmern. Die wissen dann halt einfach, okay, ich muss ihn sowieso laufen lassen, komme was wolle. So, das heißt, wir lassen ihn halt laufen, entweder er kommt oder er geht halt in den Stop-Loss, korrigiert dann hier nochmal nach unten hinweg und macht halt nichts anderes, als hier oben weitere Liquidität aufzubauen. Scheiße, jetzt habe ich das hier verrückt. Und sehen dann, zack, da ist er gekommen. So, da im Prinzip haben wir unseren Take Profit erreicht und jetzt hier 1,67% sozusagen eingeloggt, wenn wir jetzt hier einen Prozent riskiert hätten. Beziehungsweise halt, ja, je nachdem, was halt deine Risikoeinheit sozusagen sagt. Es ist halt, weil ich auch viele Nachrichten dazu erreicht habe, kein System, wo du jetzt die absolut oberkrankesten CRVs von 10, 20, 1, 30 oder was weiß ich bekommst. Aber das ist halt, leider ist halt, sage ich mal, die heutige Welt durch dieses ganze Supply-Demand-Trading und so weiter da ziemlich verstört und denken halt, okay, überall muss das so sein, dass man so eine krassen CRVs hat. Aber das Einzigste, sage ich mal, oder beziehungsweise um anders in die Sache anzugehen, alles hat halt im Prinzip Vor- und Nachteile. Also das heißt halt meist, wenn du ein hohes CAV hast, das heißt ja nichts anderes, als dass du einen sehr kleinen Stop-Loss hast und halt viel gewinnen kannst, heißt es aber meist, dass du sehr viele Stop-Loss kassieren wirst. So, das heißt, du wirst keine sehr gute Trefferquote haben, die du halt auch nicht brauchst, weil du halt immer mit jedem Gewinntrade sehr viele Verlusttrades wieder rausholst. So. Den Vorteil aber wiederum hat es, vielleicht nicht so ein großes CAV zu haben. Das heißt, der Stop-Loss ist nicht winzig klein, sondern ähnelt schon vielleicht der Reichweite des Take-Profits, wie hier. Weil hier im Prinzip sagt er das CAV 1 schon allein aus. Wir können sozusagen das 1,67-fache gewinnen von dem, was wir verlieren können. Das heißt, es ist kein CAV von 1 zu 1, aber es ist schon deutlich größer als das, was wir halt verlieren können. Heißt es aber im Prinzip, dass wir nicht so viele Stop-Loss kassieren werden, sondern halt unsere Trefferquote im Prinzip nahe 50 sein wird. Sehr wahrscheinlich, wenn wir, wie gesagt, ein profitables System haben, was hier auch der Fall ist, weil unsere Trefferquote über die letzten Monate lag so zwischen 50% und 60%. Und das heißt halt, finde ich halt gerade auch vielleicht für Leute, die neu anfangen, ziemlich geil, dass sie halt wissen, okay, jeder zweite bis maximal jeder dritte Trade wird in den Take-Profit laufen. Das heißt, du verlierst halt vielleicht, wenn du wirklich mal Pech hast, 3-4 Trades am Stück. Kann mal passieren, aber holst dann meist mit den nächsten Trades halt alles wieder raus. So, und das ist halt viel geiler für einen Anfänger zu traden, als es vielleicht was mit einem niedrigeren CAV, wo man erstmal vielleicht 6, 7, 8 Trades in Folge aufs Maul bekommt, weil man halt, ja, weil man halt einen ziemlich engen Stop-Loss hat und sich vielleicht auch falsch positioniert hat, da mal einen Fehler gemacht hat. Und das ist dann halt, sag ich mal, emotional viel härter zu handeln, als jetzt vielleicht so ein System hier. So, und um jetzt hier vielleicht einfach nochmal auf das Gleiche zu warten, wollen wir jetzt hier natürlich wieder genau das Gleiche sehen. Wir wollen jetzt erst sehen, dass wir hier rüber sweepen und dann einen Strukturbruch nach unten bekommen und dann da reingehen, weil wir dann klar sehen, dass diese Liquidität genutzt wird und wir diese hier wieder nach unten in den Gegenliquiditätsbereich bringen. Muss natürlich, wie gesagt, klar sein, wir können nicht immer den Punkt hier unten erwischen, wo sie im Prinzip fertig sind mit Liquiditätsfischen, und wir können auch nicht immer, sag ich mal, hier oben dabei sein. So, weil man sieht es halt auch sehr oft, was unser System funktioniert, aber wir leider keinen Einstieg gefunden haben, dass wir halt zum Beispiel jetzt hier nach oben sweepen, dann leider nicht nochmal den Liquiditätsabgriff machen und dann schon nach unten krachen. So, das sieht man halt auch, ich sag mal, ziemlich oft, und das muss man halt einfach verkraften, das ist dann halt einfach so. Wenn wir jetzt hier mal schauen, ja, sehen wir jetzt hier, ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe, als ob ich jetzt hier die Stelle gekannt hätte, aber ich bin vorhin auch nur auf irgendeine Stelle hier gesprungen. Und sehen halt, ja, wir haben hier oben wieder genau das gleiche, die Liquidität genommen und haben sie halt nach unten in den Gegenliquiditätsbereich gebracht. Das, was wir halt immer und überall im Chart sehen, wir sehen es immer wieder, dass wir tief sweepen, unter diese gehen, die Liquidität nach oben bringen. Und dafür müsst ihr nicht lange im Chart suchen, um solche Beispiele immer und immer wieder zu finden. Wir gehen unter den Tief, bringen diese nach oben. Gehen unter den Tief, bringen diese nach oben. Hier wieder genau das gleiche, gehen über einen hoch, öffnen die oben Sell-Position, natürlich das gleiche in die andere Richtung, bringen diese nach unten. So, jetzt hier weiter zurück. Gehen ist das überall das gleiche. So, wir gehen unter den Tief, bringen diese nach oben. Wir gehen hier über einen hoch, bringen diese Liquidität nach unten. So, sogar hier im kleinen Format seht ihr es immer wieder, dass sich der Markt
von untertiefst sozusagen über die Hochs bewegt und über den Hochs hier oben im Großen und Ganzen über diese ganzen Hochs drüber gegangen und hat diese hier im Großen und Ganzen nach unten gebracht. So, es ist wirklich überall das Gleiche und darum ist das System halt so wahnsinnig geil und wahnsinnig faszinierend, sage ich mal, auf die Art und Weise die Märkte zu studieren. Ich will das Video jetzt hier aber auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, weil ihr habt jetzt hier auf jeden Fall ein Beispiel und habt, wenn ihr noch mehr Beispiele wollt, genug Beispiele in den letzten Videos auf meinem Kanal, vor allem in diesem, wie gesagt, in den Backtesting-Videos, wo wir immer samstags uns die letzte Woche anschauen und wirklich jeden Trade durchgehen, der die Woche möglich gewesen wäre, und halt, um zu schauen einfach, wie viel wir die Woche hätten verdienen können. Ihr habt die Live-Tradings, wo ich genau das wahrscheinlich tausendmal durchkaue, und darum will ich das jetzt hier nicht nochmal durchkauen. Und ihr habt jetzt, wie gesagt, die PDF, wo jetzt hier alles wirklich Step by Step ja, beschrieben ist, die ihr bekommt, wenn ihr, wie gesagt, unsere kostenlose Telegram-Gruppe geht. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, ist auch alles unten in der Beschreibung, wo wir auch sehr, sehr viel über den Tag hinweg teilen und auch nochmal zusätzliche Posts raus haben, wo wir nochmal kleine Dinge, sage ich mal, beleuchten, viele, viele ja, Infos sozusagen on top zu unseren YouTube-Videos hier raushauen. Und ansonsten lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, dass ihr in Zukunft auf jeden Fall keins der Videos mehr, ja, verpasst. Gerade wenn wir wieder weitere Theorie-Videos, weitere Verständnis-Videos hier raushauen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine geile Handelswoche und wir sehen uns dann im nächsten Video.